Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Sandra macht sich gerade noch schön, noch zweimal durch die Haare gefahren. Ja, ja, mal kurz das die ungeschnittenen alles Haare besser sortieren. So, mit welcher Frage fangen wir an? Nicht mit den Wassereisen, wir fangen an Teichbelüftung. Hallo, liebes Condition-Team. Es ist ein großer Unterschied, wenn ich die Belüftung an das Ende des Bürstenfilters statt in den Teich leite. Das mit Sauerstoff angereicherte Wasser würde anschließend direkt in den Teich gepumpt und sogar noch besser verteilt werden. Muske, Richie. Kein Teich ohne Belüftung. Meine Devise? Meine Devise auch. Ab 24 Grad absolut zwingend und lebensnötig. So, zum einen ist dein Filter ja sehr viel flacher in der Regel. Also es gibt natürlich auch die Biotürme. Dann wissen wir nicht, wie viel trägt es ein. Dann, wenn es ein Teich ist mit nur einer Pumpe und die Pumpe geht kaputt, dann kommt auch kein Sauerstoff mehr über die Rücklaufleitung mit rein. Dann geht es ja in unserem alkalischen Wasser. Es geht ja, haben wir schon oft erklärt, es geht nicht nur um den Eintrag von Sauerstoff und vielleicht auch um den Austrag von CO2 bei sehr dicht besiedelten Teichen, sondern auch immer wieder Ammonium, was die Fische abatmen, ist relativ ungefährlich. Ja? Das Gefährliche ist erst Ammoniak. In einer Konzentration von 0,02 Milligramm pro Liter macht es wirklich irreversible Kiemenschäden. Und wie mir gerade kurz die Absolution von Sandra geholt hat. Aber Ammoniak, was ja im alkalischen Wasser, also pH über 7, entsteht. Und je höher der pH, desto mehr Ammonium wird zu Ammoniak. Ist auch ein Gas. Und da geht es auch um dessen Austreibung, dass es aus dem Wasser entfernt wird. Von daher, zwei Luftpumpen. Die beiden Luftpumpen auf unterschiedlichen Stromkreisen, ganz wichtig. Und dann idealerweise die beiden Luftpumpen drücken jeweils in Filter und in Teich, dass ich immer alles über Kreuz habe. So machen es Profis und dann habe ich die maximale Sicherheit. Ja, ich hatte in den letzten Wochen durchaus etliche Sauerstoffgeschichten, wo nur 45% Sauerstoff tagsüber im Teich. Ups. Da wird man dann schon etwas nachdenklich, wie die Fische das überleben. Tun sie aber erstaunlicherweise meistens dann doch. Und auch Ammoniak, das ist eine wichtige Botschaft aus meiner Sicht. Nicht nur bei steigenden pH-Werten entsteht mehr Ammoniak, sondern auch bei steigenden Wassertemperaturen. Das stimmt. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Also mit steigender Futtermenge, steigender Temperatur und steigendem pH-Wert besteht dann eben die Gefahr, dass die Kiemen Schäden nehmen. Immer mehr. So. Habe den Satz doch noch zu Ende gekriegt. Und dann muss ich noch sagen, aber das ist jetzt eine optische Geschichte. Es gibt für mich nichts Hässlicheres als die Koi-Teiche mit dieser fatzenglatten Oberfläche, wo sich nichts bewegt. Wasser bewegt sich immer in der Natur, ein See, es sind immer leichte Wellen drauf, ein Fluss, egal was. Also ich finde das persönlich echt nicht schön. Findest du das schön, die Teiche? Das sieht so tot aus. Ich wollte gerade sagen, es ist so, macht so einen toten Eindruck, wie so ein Loch. Pfütze. So. Ja. Also belüften. Richie, nicht tun. Wir belüften, so wie ich gesagt habe, die Grundregeln. Zwei Pumpen auf unterschiedlichen Stromkreisen jeweils. Jede Pumpe drückt in Filter und in Teich. Kann man ja schön miteinander verschalten alles. Und dann bist du perfekt aufgestellt. Und idealerweise nicht nur separat abgesichert, sondern auch auf unterschiedlichen Stromphasen. Hört sich alles kompliziert an, ist relativ einfach, schnell gemacht. Und ich kenne so viele Leute, insbesondere mit Innenhälterungen. Ja. Auch viele Leute, die oft im Block waren, die wären froh, sie hätten es von Anfang an so gemacht. Dann hätten sie sich einmal die Katastrophe erspart und einige Koi hätten das nicht mit ihrem Leben bezahlt. Und alles, was wir im Prinzip immer an Tipps für die Teiche geben, ist nochmal dreimal wichtiger für die Innenhälterung. Die Gesetzmäßigkeiten sind die gleichen. Nur, dass es schneller abläuft. Genau. Ein großer Teich mit einem Riesenfilter und wenig Fische, das ist wie das Befahren von einem Feldweg. Und eine Innenhälterung bei 27 Grad mit ganz vielen Fischen, das ist wirklich Hockenheim oder Nürburgring Vollgas. Ja? Muss man fahren können. Geht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man abfliegt, ist ungemein höher. Das war jetzt mal wieder eine schöne Parabel. Ist das eine Parabel? Literarisch gesehen? Ein Vergleich. Ein Vergleich.
Ist auch eine Parabel. Eine Parabel ist was anderes. Vielleicht haben wir einen Literaturwissenschaftler, bitte mitteilen. Martin möchte gern aufgeklärt werden, aber es steht auch bei Wikipedia. Wir schauen gleich nochmal nach. Okay. Tschüss. Tschüss, Wikipedia.